Seit einem Jahr präsentiert sich das Tierheim Coesfeld-Dülmen in neuer Unterbringung in Coesfeld-Flamschen. Wir haben uns dort die neuen Räume einmal angeschaut. Jetzt wirklich hat gerade seinen ersten Geburtstag gefeiert, das neue Tierheim. Wir mussten ausziehen aus dem alten Tierheim. Das war ein altes, angemietetes Objekt gewesen. Es ist stark renovierungsbedürftig und der Pachtvertrag wäre auch 2025 ausgelaufen. Das heißt, wir mussten einfach an diese Mammutaufgabe heran, ein neues Tierheim hier zu erbauen. Der Neubau hat 2,4 Millionen gekostet. 2,4 Millionen. War auch eine sehr schwierige Aufgabe, das Geld zusammenzubekommen. Wir hatten tatsächlich eine kleine Erbschaft gemacht. Wir haben natürlich Fördermittel beantragt vom Land, vom Deutschen Tierschutzbund, über LIDA, EU-Gelder. Und es war aber dann trotzdem noch eine Finanzierungslücke da. Und da sind die Kommunen auch mit ins Boot gestiegen und haben gesagt, okay, wir helfen das. Wir sind ja alle irgendwie so ein bisschen aufeinander angewiesen. Ein Gang durch die neuen Räume. Hunde, Katzen und Kaninchen freuen sich über die artgerechte Unterbringung im neuen Heim. Da gibt es einiges zu tun, denn alle Tiere brauchen neben Futter und Auslauf auch Zuwendung. Dafür sorgen viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Letzte Woche hatte ich noch mit der Tierheimleiterin gesprochen, hatten wir 120 Tiere hier untergebracht. Wir haben 4 Vollzeitkräfte, 3 Azubis und 2 Buftis und ganz viele Ehrenamtliche und Halbtagskräfte haben wir. Ah ja, und noch 2 Halbtagskräfte, ja. Trotz der Freude über das neue Heim sind insbesondere die hohen Kosten ein Wermutstropfen für die Mitglieder. Sparen ist angesagt. Sieht immer jetzt das tolle Tierheim und das war auch echt eine Herausforderung, das hinzustellen. Aber das Tierheim zu erbauen, war die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite ist einfach die hohen Betriebskosten einfach auch jeden Monat zu stemmen. Ich meine, alleine Tierarztkosten kommen im Monat. Ist auch unterschiedlich, je nach Belegung und wie krank die Tiere sind, die ankommen. Aber wir haben jährliche Betriebskosten. Letztes Jahr hatten wir 523.000. Für das ganze Jahr Betriebskosten. Ein Lichtblick sind Zuwendungen von privaten Unterstützern, so wie von Jürgen und Ramona Drees, Schirmherren des Vereins. Die größten Einnahmen kommen jedoch von den beteiligten Kommunen Coesfeld und Dülmen. Also wir übernehmen, also im Prinzip neben den normalen Tierschutzaufgaben, auch kommunale Pflichtaufgaben. Das heißt, beziehungsweise die Kommunen sind eigentlich verpflichtet, Fundtiere unterzubringen. Kommt nicht so gut im Fundbüro, da so eine Katze eine längere Zeit zu behalten und zu schauen, wem gehört die wieder zurückzuführen. Und deswegen haben die Kommunen uns diese Aufgabe übertragen. Und dafür bekommen wir auch eine kostendeckende, Entlohnung, sage ich jetzt mal. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch noch die vielen Abgabetiere. Also wenn Leute wirklich in Privatsituationen in Notlagen geraten und ihr Tier abgeben müssen, dass sie sich dann hier an uns wenden und wir die Tiere dann aufnehmen. Die Organisatoren freuen sich, dass die Vermittlung von Tieren sehr gut läuft. Dadurch reduzieren sich zwangsläufig auch die Kosten.